Der kleine Ort Vollbern bei Großenhain. 322 Einwohner leben hier. Einer von ihnen ist Hannelore Sommer. Am 14. Mai 1966 ist Hannelore 13 Jahre alt. Ein Teenager. Es ist ein Samstag. Hannelore fährt früh morgens mit dem Bus in die Schule. Sie ahnt nicht, dass nach diesem Tag nichts mehr so sein wird wie zuvor. Wir hatten Pause und da kam jemand und sagte, in Vollbern ist ein Flugzeug abgestürzt. Die damals 13-Jährige will sofort nach Hause, will unbedingt wissen, was daheim geschehen ist. Doch die Staatsmacht hat schon den ganzen Ort abgesperrt. Die Geschichte, die wir Ihnen heute erzählen, ist so geheim, dass davon nicht einmal eine Stasi-Akte existiert. Denn das, was hier in dem kleinen Örtchen Vollbern geschehen ist, durfte niemals an die Öffentlichkeit dringen. Denn am 14. Mai 1966 stürzt ein russischer Jagdbomber in das Haus der Sommers. Vollbeladen mit Munition. Da war eine Frau, die kam aus dem Konsum und die brannte. Feuerwehren aus Vollbern und Großenhain versuchen unter großen Gefahren zu retten, was zu retten ist. Die ganze Geschichte jetzt in Lebensretter. Es ist der 14. Mai 1966, die Zeit des Kalten Krieges. Die militärische Präsenz der Sowjets ist in der DDR allgegenwärtig, auch hier in Vollbern bei Großenhain. Es ist kurz vor 8 Uhr morgens, die Menschen starten in ihren Tag. Zeitgleich, in etwa 2 Kilometern Entfernung, steigen sowjetische Piloten in ihre Militärmaschinen. Das Ziel, ein Manöver in Polen. Doch eines der Flugzeuge wird dort nie ankommen. Vollbern heute, im Februar 2017. Dass es das Dorf überhaupt noch gibt, grenzt an ein kleines Wunder. Denn 1966 wäre der Ort fast von der Landkarte verschwunden. Und das hatte vor allem mit dem nur 2 Kilometer entfernten russischen Militärflugplatz zu tun. Seit 1945 ist die Militärbasis einer der wichtigsten Vorposten der Roten Armee im Kalten Krieg. Ein riesiges Waffenarsenal lagert hier. Marcel Reichel ist Leiter des Flugplatzmuseums und hat jahrelang die Bedeutung des Standortes erforscht. Großenhain, muss man sich vorstellen, ist der vorgelagerte Kriegsschauplatz gewesen, letztendlich für beide Mächte, sagen wir USA und Russland. Und somit war auch die ganze Westgrenze, die ganze Westfront, war unser Abschnitt. Und deshalb wird hier im Minutentakt geflogen. Mindestens 40 sowjetische Jagdbomber machen mit ihren ständigen Übungsflügen den Menschen im kleinen Vollbern das Leben schwer. Lärmschutzmaßnahmen wie heute gibt es noch nicht. Fluglärm rund um die Uhr ist deshalb in Vollbern Normalität. Hannelore Sommer ist damals 13 Jahre alt. Sie erinnert sich noch gut an die Jagdbomber, die tagtäglich über sie hinwegdonnern. Man konnte das eigene Wort nie verstehen, die Gläser haben geklirrt im Schrank. Also, und gerade wenn die dann auch diese Knall durch die, diese, wenn die Schallmauer durchbrochen haben, das war ja auch regelmäßig, das war an der Tagesordnung. Und wenn wir Besuch hatten, die haben gesagt, wie haltet ihr das hier einfach nur aus? Mehr als 6000 russische Soldaten sind in den 60ern bei Vollbern stationiert. Und das, obwohl der Ort nur knapp 300 Einwohner hat. Offiziell sollen Streitkräfte und Bürger nichts miteinander zu tun haben. Es gab keine Kontakte, maximal vielleicht 1 oder 1,5% Großenhainer, die vielleicht Kontakt aufbauen durften, offizielle Kontakte. Es war ein ungeschriebenes Gesetz beim russischen Militär, dass sozusagen Kontaktaufnahme zur deutschen Seite nicht gestattet war. Die russischen Soldaten sollen sich mit sportlichen Übungen fit halten, aber die deutsche Bevölkerung in Ruhe lassen. Gegen den Willen der Obrigen kommt es jedoch immer wieder zu Begegnungen. Wir sind früher als Kinder, wir sind in Flugplatznähe gegangen, wenn die da zum Beispiel diese
haben die mit Leuchtmunition geschossen. Da waren dann solche kleine Fallschirme mit dran hier von dieser Mundi. Da haben wir als Kinder die Sachen gesammelt. Wir sind zusammen baden gegangen. Die Soldaten sind mit zu uns da in die Reuter, das kleine Flüsschen, sind die da schwimmen gekommen. Also wir hatten keine Berührungsängste. Es war eigentlich alles ganz normal. Ein wenig Normalität in einer eigentlich brisanten Zeit. Denn die russischen Soldaten sollten im Ernstfall den Westen dem Erdboden gleichmachen. Die mächtigste Waffe dafür war der Jagdbomber Su-7. Die Sukhoi-7 ist eine starke Kampfmaschine, einfach aus dem Grund heraus. Sie kann an 365 Tagen im Jahr zu fast jedem Zeitpunkt fliegen. Wetterbedingungen, es gibt keine schlechten Wetterbedingungen. Es kann genügend Munition und Bombenlast transportiert werden. Die Su-7 ist schnell. Sie fliegt über 1600 Kilometer die Stunde. Sie ist ausgestattet mit einem regelrechten Waffenarsenal. Luft- und Bodenraketen, 100 bis 500 Kilobomben. Sogar mit Atombomben kann die Maschine bestückt werden. Man muss sich vorstellen, ein Flugzeug, wenn es off-munitioniert ist, hat es ca. 2 bis 2,5 Tonnen mehr an Masse als wie ein reguläres Flugzeug ohne. Darüber hinaus hat die Su-7 Zusatztanks, die bis zu 2000 Liter Kerosin fassen. Nicht auszudenken, welche Folgen es hätte, wenn so eine Maschine abstürzen würde. Doch genau das geschieht am 14. Mai 1966. Es ist ein Samstag. Schon am frühen Morgen weckt der Fluglärm die Folbener. Hannelore Sommer ist schon auf den Beinen. Sie wartet wie jeden Samstag auf den Bus zur Schule. Ich bin in die Schule gegangen. Nachmittag ist man nach Hause gekommen, hat zu Hause, bei uns war es so, wir mussten Straße fegen. Das war samstags auf den Dörfern so. Das mussten die Kinder machen. Und dann ist man mit Freunden spielen gegangen draußen. Das war ein normaler Tag. Doch an diesem Samstag wird nichts normal sein in Folbern. Um kurz vor 8 starten zwei weitere Su-7-Jagdbomber. Ihr Ziel, ein Manöver in Polen. Sie tragen die volle Bombenlast. Aber davon wissen die Menschen in Folbern nichts. Weniger als eine Minute brauchen die Flieger bis zum Dorf. Das Flugzeug ist gestartet in der regulären Richtung, beziehungsweise es sind ja zwei Flugzeuge gewesen, die versetzt aufgestiegen sind. Und eine Maschine ist kurz nach dem 1000-Meter-Punkt in eine unglückliche Situation oder ist eine Situation im Flugzeug eingetreten, die eigentlich so regulär nicht zum Flugzeug passt. Es gab technische Probleme am Flugzeug. Der Pilot bekommt die Höhe nicht. Kurz vor Folbern fehlt ihm genügend Schub. Die Männer am Boden in der Flugüberwachung sind in Alarmbereitschaft. Der Pilot funkt, dass er noch versuchen will, über das Dorf hinwegzufliegen. Erst wenn die Bürger außer Gefahr seien, würde er sich mit dem Schleudersitz herauskatapultieren. In diesem Moment ist im Elternhaus von Hannelore Sommer nur die Großmutter zu Hause. Der Großvater ist beim Friseur und die Mutter schon bei der Arbeit. Die Großmutter ist gerade in der Küche, als der Pilot die Kontrolle über den Jagdbomber verliert. Meine Mutter war hier unten, die hat die Fenster zugemacht und hat gedacht, jetzt kommt aber wieder einer tief. Noch immer versucht der Pilot mit allen Mitteln, den Jagdbomber noch über das Dorf zu ziehen. Doch er schafft es nicht. Der Flieger kam von da, also so schräg über das grüne Haus da, was so gelb-grün ist. Dann wollte der halt über den Ort. Hat es aber aufgrund der Höhe nicht geschafft, ist an den Schornstein von dem, das war damals unser Konsum. Die Maschine rast direkt auf das Elternhaus von Hannelore Sommer zu. Sie zerstört den ersten Stock und trudelt weiter. Hier durch den Garten durch und beim Nachbarn dann aufgeschlagen in der Einfahrt. Und dann noch bis vorgerutscht. Nur ein paar Meter vor dem Haus eines Nachbarn bleibt die brennende Maschine liegen.
Einer der ersten Augenzeugen ist Dieter Elsch. Plötzlich kracht es. Ein Rauschen und bumm, war Ruhe. Da war Totenstille. Und dann bin ich raus, ich dachte, was war das? Bin ich raus hier auf die Straße und da sagte der Nachbar, hier ist ein Tankwagen explodiert. Und da bin ich rein, habe was angezogen, bin ich wieder raus und hierher. Und dann sage ich nur Qualm und hier war eine Milchrampe. Und da war eine Frau, die kam aus dem Konsum und die brannte hinten. Und die kam bis zu uns gerannt und da hat meine Mutter noch mit einer Jacke ausgeschlagen. Auch andere Dorfbewohner sind nun an der Unglücksstelle. Karin Weinholz' Eltern wohnen in der Nachbarschaft. Auch ihr Haus wäre damals um ein Haar getroffen worden. Das krachte und fauchte und ich bin rein, hab die Tasche geschnappt. In der Stube hat's Mädel geschnappt und da wollten wir raus. Aber hausen bleiben konnten wir nicht, weil schon alles brannte durch das Kerosin, was hier rumgespritzt war. Da brannten vorne die Bäume. Der Rhabarber, das tat alles wie Kochen, brannte eben hier rundherum alles. Der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr, Manfred Tenner, steht gerade vor seinem Haus, als der Jagdbomber abstürzt. Auf einmal gab es einen mörderlichen Knall mitten des Ortes. Ja, und nun stellt man erst mal die Frage, was hat denn hier nur geknallt? Und einige sagten, hier ist ein Flugzeug abgestürzt, das brennt. Hörte ich von hier draußen. Bin ich dann hier vom Hof runter, durch ein Gehölf durch und kam vorne auf die Straße an. Und da war es so, da kamen hier die ersten Geschosse schon geflogen. Durch die Hitze geht die geladene Munition sofort in die Luft. Umherfliegende Splitter könnten die Kameraden treffen. Doch die lassen sich nicht beirren, organisieren sofort die Löscharbeiten. Die in der Mitte des Dorfes wohnen, haben Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken hergestellt, beziehungsweise von der Räder her. Also dort muss ich auch sagen, großartig gehandelt. Trotz der großen Gefahr durch die explodierende Munition versuchen die Männer, das Feuer zu löschen. Geschützt nur von Holzbrettern, die sie als Schutzschilde, als sogenannte Vorsetzer gegen die umherfliegenden Splitter einsetzen. Die Situation ist lebensgefährlich. Ich weiß dann ganz genau, der eine, der hatte einen Vorsetzer hingestellt und dahinter war dann ein Strahlrohr. Sag Gottfried, das ist eine Gefahr, wenn so eine Granate kommt, das soll was wissen. Wenn dort einer wäre draufgesaust, da warst du es auch noch. Doch die Männer geben nicht auf. Eine gefühlte Ewigkeit später kommen endlich die russischen Soldaten vom Flugplatz mit einem Löschfahrzeug. Die sind ran, die haben uns auf Deutsch gesagt zurückgewiesen. Weiter, weit zurück, Explosion. Und die Granaten, die jagten hier hin und her. Mehr als 2 Tonnen Munition liegen um den Absturzort verstreut. Bis jetzt ist nur die 30mm Munition explodiert. Doch die herumliegenden Bomben sind eine große Gefahr. Sie müssen sofort in Sicherheit gebracht werden. Nicht auszudenken, was geschieht, wenn die Hitze des Feuers sie zur Explosion bringt. Da hätte es möglicherweise das Dorf nicht mehr gegeben. Die Lage bleibt weiter kritisch. Der Löschschaum wird allmählich knapp. Dem russischen Löschkommando geht nun auch das Wasser aus. Und das Kerosin brennt wie Zunder. Gott sei Dank kommt genau in diesem Moment die Feuerwehr aus Großenhain zur Verstärkung. Wird man gemeinsam den Brand unter Kontrolle bekommen? In Vollbern hat es einen Flugzeugabsturz gegeben. Diese Nachricht spricht sich auch an der Schule, in die Hannelore Sommer geht, herum. Wir hatten Pause und dann waren wir draußen und da kam eine Schülerin aus unserem Ort, kam zu mir gerannt, ist mir um den Hals gefallen, hat gesagt, in dein Haus ist ein Flugzeug reingestürzt. Ja. Und da
weiß ich noch, da bin ich hoch ins Klassenzimmer, habe meine Sachen geschnappt. Mir war egal, was die Lehrer gesagt haben. Ich bin zum Bus gelaufen. Hannelore will so schnell wie möglich nach Hause. Wenn es überhaupt noch ein Zuhause gibt. Am Absturzort gibt es derweil neue Probleme. Die Feuerwehr aus Großenhain ist zwar eingetroffen, aber die deutsche und die russische Löschtechnik sind einfach nicht zusammenzubringen. Die Komplikation bestand ja auch darin, das russische Einsatzfahrzeug der Feuerwehr hat zwar Schläuche an Bord, Wasser, Schaum, CO2, kann aber mit deutschen Equipment, das kann man nie verbinden, also das sind zweierlei. Wie gesagt, die Schläuche haben Kupplung außen dran, die knacken, die Deutschen haben das innen drin, also das passt nicht zusammen. Und somit musste man einen Mittelweg finden, dass man sich hilft. Nur mit viel Improvisationsgeschick und noch mehr Glück gelingt es Deutschen und Russen gemeinsam, das Feuer zu löschen. Dieter Elsch hat damals den besten Blick auf die Löscharbeiten. Und ich hatte an mein Haus damals noch einen Balkon vorne, was jetzt zu ist. Dann habe ich auf dem Balkon gestanden und die beiden Bäume dort, die waren ja noch nicht. Und da konnte ich bis hierher gucken, aber nicht dorthin. Da war das andere Haus dazwischen. Und da bin ich bei mir aufs Dach hoch, auf den Fürsten, und habe mich draufgesetzt und geguckt, wie die ihn rausgeholt haben. Erst als das Feuer gelöscht ist, kann die Leiche des Piloten geborgen werden. Und der Pilot war, ich war so weit zusammengeschrumpft, ich würde vielleicht sagen, ja, so auf 50 Zentimeter. Mehr war dann irgendwie verkohlt, war direkt verkohlt. Dieter Elsch beobachtet weiter vom Dach aus. Auf einmal kam einer hoch auf den Boden bei mir und sagte, kommen Sie mal runter, machen Sie das Fenster zu. Und ich sage noch, halt die Fresse, komm lieber hoch. Normalerweise war es einer von der Staatssicherheit, hat aber nicht irgendwas. Der hat nur gesagt, zumachen, runterkommen. Hat er mich runtergeholt und war nichts, hat nichts wieder gehört davon. Das war, ja. Und inzwischen waren ja hier, die Autos standen ja von hier bis ziemlich hoch. Ein Wolga nach dem anderen, alles viel Stahl. Ich habe sie dann vom Balkon gesehen. Die zeigten alle einen Ausweis und konnten rein. Ja. So schnell es geht, macht die Staatsmacht die Umgebung rund um Vollbern dicht. Ein russischer Jagdbomber, abgestürzt über einem kleinen Dorf. Das darf es 1966 offiziell nicht geben. Lediglich der Bus, in dem Hannelore Sommer sitzt, darf noch durch. Als wir dann hierher kamen, da war vorne an der Kreuzung, vor unserem Haus ist eine Kreuzung, und dort standen die Kampfgruppen und die haben keinen mehr durchgelassen. Und da habe ich die einfach zur Seite geschoben. Ich habe geweint, ich habe die zur Seite geschoben und gesagt, das ist mein Haus, ich gehe jetzt dahin. Und bin einfach durchgelaufen und da hörte ich bloß, wie die gesagt haben, lass das Mädchen laufen. Von dem, was damals geschehen ist, gibt es keine Fotos. Aber Hannelore Sommer wird auch so nie vergessen, was sie vor Ort gesehen hat. Also das war für mich Horror. Ich habe ja gesehen, dass das Haus kaputt war. Ich hatte Angst um meine Oma, weil ich wusste, meine Oma ist noch zu Hause. Die Großmutter ist im Erdgeschoss, als der Jagdbomber in den ersten Stock des Hauses rast. Nur dank der Nachbarn wird sie gerettet. Die Nachbarn haben das ja mitgekriegt und der eine Nachbar wusste, dass die Oma zu Hause ist und der hat dann versucht, die Haustür war irgendwie total verquollen, das ging oder schief, das ging nie auf, aber der hat dann die Haustür geöffnet und hat meine Oma rausgeholt. Dank dieser Hilfe bleibt die Großmutter unverletzt. Es grenzt fast an ein Wunder, dass es bei dem Flugzeugabsturz nur einen Toten und drei Verletzte gibt. Während die Dorfbewohner noch unter Schock stehen, beginnen die Russen in Windeseile alle Spuren des Absturzes verschwinden zu lassen. Ja, da haben die alles weggeräumt, dann kamen LKWs von den Russen, die haben das Flugzeug teilweise aufgeladen. Und dann wurde jeder kleine Splitter von dem Flugzeug wurde eingesammelt und kam fort. Da blieb nichts im Garten liegen.
viele Soldaten waren dann hier. Die haben dann mit dem Rechen und mit der Gabel und alles in der Erde noch gescharrt, wo noch was wäre, Splitter oder irgendwas. Das haben die alles mitgenommen. Hannelore Sommer begreift erst kurz darauf, welchen Schaden sie persönlich erlitten hat. Ich hatte vorher Jugendweihe. Und das Zimmer, wo meine ganzen Geschenke zur Jugendweihe waren, das war zerstört. Somit waren die ganzen Geschenke weg. Und das war eigentlich zu der damaligen Zeit schlimm. Weil man hat viel bekommen auf dem Dorf. Man hat viele Geschenke bekommen und das war alles weg. Dann war mein Spielzeug, was ich noch von Kind an aufgesammelt hatte, das war weg. Diverse Wintersachen waren weg. Also das hat mich am meisten bewegt. In dem Moment. Für die Erwachsenen allerdings ist der Wiederaufbau des zerstörten Hauses das Wichtigste. Um die Sache so schnell wie möglich unter den Teppich zu kehren, helfen die Russen dabei, wo sie nur können. Und bekommen aus Dankbarkeit Gegenleistungen von den Deutschen. Die ganzen Russen haben dann hier mitgegessen. Aber die waren sehr schüchtern und die waren ehrlich. Also, sowas habe ich noch nie wieder erlebt. Wenn die 5 Pfennige fanden oder was, die brachten alles. Die brachten die Uhren, die brachten alles. Tatsächlich übernehmen die Russen sogar ohne zu zögern den Schaden des Absturzes. Alles soll sehr schnell gehen. Es gab dann ganz konkrete Festlegungen. Sofort erstmal Trümmer, die entstanden waren, zu beseitigen. Das Haus abzureißen. Und innerhalb von 6 Wochen gab es dort einen Termin, muss es wieder bezugsfertig sein. Es war die vielleicht schnellste Wiederaufbaumaßnahme in der Geschichte der DDR. Genau nach 6 Wochen auf dem Tag war dann eine Schlüsselübergabe im Gasthof. Und dort wurden auch noch mal alle Helfer, auch meine Kameraden mit der Feuerwehr, dort eingeladen und wurde noch mal der Dank ausgesprochen für die Hilfe, die geleistet wurde. Die Russen sind 1994 abgezogen. Hannelore Sommer wohnt noch immer in dem Haus, in das vor mehr als 50 Jahren ein Jagdbomber gestürzt ist. In Vollbarn erinnert heute nichts mehr an die Katastrophe aus dem Jahr 1966. Kein Wunder, weder Fernsehen noch andere Medien durften darüber berichten. 12 Jahre später werden 2 andere Militärangehörige fast schon zu Medienstars. Im Winter 1978-79 legen Schnee und Eis den Norden der DDR lahm. Mittendrin 2 Hubschrauberpiloten, die zu Lebensrettern werden. Rügen, die liebste Ferieninsel der Deutschen. Nur einen Steinwurf entfernt liegt die alte Hansestadt Stralsund.